Diesen Moosstein nehme ich auch wieder mit. Habe ich mich schon gefragt, wann ich denn jetzt hier mal den ersten Spawner finde? Zum Glück war das jetzt auch ein Zombie-Spawner und kein Spinnen-Spawner, weil die sind ein bisschen unangenehm, mit gegen die Spinnen zu kämpfen. Die Zombies sind da doch immer ein bisschen die angenehmeren Gegner, sage ich jetzt mal. Die machen keine unvorhergesehenen Bewegungen. Hier vielleicht mal die Fackel hier hinstellen, wenn ich den auch noch mitnehmen kann. Ja, diese drei Eimer, die brauche ich nicht mitnehmen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen unnütz, die auch noch einzupacken. Oder, na, ich werde mal schauen, ob ich was anderes da lassen kann. Die Truhen kann ich nämlich jetzt auch schon nicht mitnehmen. Die Truhen kann ich nicht mitnehmen. Ja, die Kakaobohnen nehme ich mal mit. Ich habe hier einen Feuerstein. Na, mag er die Truhe nicht mitnehmen? Die Truhe mag er jetzt gerade nicht mitnehmen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das ist jetzt doof. Jetzt ist meine Spitzhacke nämlich auch gleich kaputt. Naja, lasse ich die eine Truhe halt da. Was soll der Geiz? Okay, das war der Spawner hier. Was ist hier hinten noch? Noch ein Aufgang. Oh. Hier geht's rüber. Da gibt es auch nochmal einen Gang hinter. Oh, 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 oh. Uff, da war er. Der Creeper-Mann. Die Geschichte des Creeper-Manns war kurz und explosiv. Ach, sehr gut, ein Kreis gelaufen. Ach, jetzt bin ich aber auch gleich hier oben. Gleich da oben bei meiner ersten Brücke, die ich gebaut habe. Bei meinem ersten Abstieg. Soweit hier oben werde ich jetzt natürlich keine Diamanten finden. So viel ist mir auch klar. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, aber ich muss das Eisen hier auch mitnehmen. Immer auch einen Blick nach hinten werfen. Und gleich sind noch meine Fackeln alle. Ups, hier ist noch ein bisschen Eisen in der Decke. Und meine Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Jede Sekunde wird sie es das zeitliche Segnen. Mal gucken, wie weit ich hier noch komme. So, können wir noch mitnehmen. Gut. Diese alleinstehenden Kiesblöcke, die werde ich jetzt in Zukunft immer abbauen, weil da habe ich vorhin drunter auch was Gutes gefunden gehabt. Was ist denn da oben eigentlich? Geht's weiter? Oder täuscht das? Nein, das täuscht. Okay, jetzt ist mal der richtige Zeitpunkt, um ein paar Fackeln zu bauen. Genau. Okay, Fackeln. Die Fackeln ohne Sturm.
Jetzt ist die Fackel hinüber. So. Okay. Schauen wir mal, was hier unten noch. Eisen auf jeden Fall wieder. Eisen, Eisen, Eisen. So, auf jeden Fall, bevor ich hier wieder an die Oberfläche zurückgehe, werde ich mir auch noch von dem Obsidian abbauen. Sonst habe ich mir meine Diamantspitzhacke umsonst gebaut. Neben dem Gold, was ich hier unbedingt mit hochbringen wollte, war Obsidian auch noch ein anderes Dings. Also der zweite Grund, weshalb ich hier runtergekommen bin. So, jetzt kommt hier ein bisschen Lava aus der Wand. Und da hinten ist Gold. Oh, Gott. Richtig. Okay, hier hinten kommt keiner mehr. Könnte aber mal eine Probebohrung machen. Kohle gefunden. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich die Kohle auch mit. Ach gut, dann haben wir gleich noch Eisen gefunden. Kohle und Eisen würde ich mich jetzt nicht wundern. Bei meinem Glück. Würde ich gerne auf Holz klopfen, wenn ich was hätte. Wenn jetzt unter dem Eisen noch was anderes versteckt wäre. So, jetzt habe ich hier hinten noch einen kleinen Kabuff gebaut. So, das Eisen hier mitgenommen noch. Oh, auch nochmal ein schönes Vorkommen an Eisen. Da unten ist nochmal Kohle. Noch mehr Eisen. Mehr Kohle. Dann geht es weiter mit der Kohle. Jetzt höre ich hier Lava blubbern, was natürlich jetzt. Naja, wenn es plötzlich hell wird, da hinten muss ich schnell den Rückweg antreten. Nee, wird nicht hell. Also, nicht durch Zufall eine Lavaquelle angebohrt. Das wäre nämlich verhängnisvoll, wenn man irgendwo in so einer Ecke drin hängt und dann nicht schnell genug den Weg nach draußen findet. So, hier ist Gold. Gold in der Decke. Nehme ich mit. Die wird nicht besser über die Jahre. Mich auch noch mit. Muss ich aufpassen, dass meine Eisenspitzhacke jetzt nicht langsam kaputt geht. Aber wir haben jetzt schon mehr viel Eisen gefunden. Eisen kann ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was bauen. Da könnte ich ja einen Golem bauen. Habe ich noch nie gemacht, habe ich bislang immer nur gesehen. Einen Eisengolem, der einem dann die Burg oder sonstige Einrichtung verteidigt. Also automatisch verteidigt gegen Creeper und alles andere, was einen da Unheil bereiten könnte. Dazu braucht man viel Eisen. Also da muss man so ein paar Eisenblöcke zusammenbauen und obendrauf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, muss man dann einen Kürbiskopf setzen. Und dann, oh Wunder der Magie, oh, kein Platz mehr für die Kohle. Ja, wenn man ihn dann richtig zusammengebaut hat, dann
dann entsteht ein Eisengolem. So, ja, jetzt stehe ich da. Hey ho. Lass mal die Kakaobohne doch da. Nee, denn einen Feuerstein, lass mal da. Nicht mal mehr Eisen kann ich mitnehmen. Ach, was sind das hier? Das ist die Spitzhacke. Die Spitzhacke immer noch nicht kaputt. Lass ich das Fleisch da? Nee, ich lasse einen Eimer da. Na, komm her. Kann ich irgendwas schon zusammenfassen? Nee, kann ich jetzt gerade nicht machen. Okay. Ach, jetzt wollte ich einen Dreck fressen, wollte ich jetzt. Nee. Gibt's doch nicht, du. Eigentlich wollte ich ein Brot essen, habe ich einen Dreck im Mund gehabt, plötzlich. Aber na gut. Oh, was sind das hier? Habe ich das gebaut? Bisschen größer bauen mal. Oh, da komme ich her. So ein Mist. Ey, nee, da war ich schon, wollte ich sagen. Wo geht's denn zurück? Okay, ich höre das Skelett klappern. Hier oben geht's zurück. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier runter. Ups. Saliesele. Den nehmen wir noch mit hier. Jetzt packe ich mal noch den Dreck hier ein. Die Erde. Okay, gut, 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 gut. Eisen, Eisen, Eisen. Lapislazuli habe ich da übersehen auf meinem Weg. Ja. Jetzt muss ich mal hier kurz alles abbauen, was ich abbauen will, in der Hoffnung, dass meine Eisenspitzhacke dann auch pünktlich kaputt geht. Damit ich dann da unten. Ja, da ist die Eisenspitzhacke kaputt gegangen. Okay, jetzt werde ich doch mal die. Meine diamantene Spitzhacke hier einweihen und die Kohle hier rausholen. Dann das Lapislazuli natürlich nicht vergessen. Und dann werde ich hier unten, so hier alles sicher ist, na gut, da wird nichts runtergespült. Schauen, da ist auch alles sicher. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hier ist nicht alles sicher. Wo rennt denn jetzt schon wieder einer rum? Naja, ist mir jetzt gerade wurscht. Ich wollte hier unten. Kann ich das überhaupt? Nee, kann ich nicht. Aber ich mache das folgendermaßen. Ich gehe jetzt schnell zurück und bring die Sachen in die Kiste. Komm dann nochmal zurück. Und hol mir noch das Obsidian. Du hängst da unten drin fest, gell? Das ist natürlich doof für dich. Oh, wow, 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 wow. Was war denn das für ein Geräusch? Da ist der Creeper direkt hinter mir runtergefallen. Was habe ich denn jetzt für ein Schwein gehabt, du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist irgendwo von oben runtergefallen. Ich habe das Knacken voll im Ohr gehabt. Da hat er sich wahrscheinlich ganz schön was gebrochen. Und ich habe dann Glück gehabt.